Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu The Evil Within. Ja, wir klettern mal hier runter. Auf unsere Art und Weise und dann gucken wir uns mal hier unten um. Schweine! Hier sind ja Schweine. Naja, ist ein Bauernhof, ne? Könnte man von ausgehen, dass da Schweine sind. Warte mal, eine Axt? Hier liegen dauernd Äxte. Oh. Ob da was Wichtiges ist? Entschärfen. Ja. Dankeschön. Was wird hier draußen sein? Ist das nur ein Weg? Oh, eine Truhe. Kisten öffnen. A halten. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. Was heißt nur leicht? Was heißt leicht? Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengkopf für Qualnamenbrust. Der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden, an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Okay. Schrottmunition und Bombe sammeln wir auch ein. Hier hinten noch was. Ja, das voll Dreck. Wir werden hier gerade ziemlich gut ausgerüstet mit. Oh nein, ich hab's doch gesehen. Ich wollte einen Schritt zurückgehen, damit wir daher nicht reinlaufen und was ist. Trotzdem reingelatscht. Das ist doch ein Witz. So. Gehen wir mal langsam. Du hast eine Waffe in der Hand. Du machst doch bestimmt was. Wo ist das? Oh. Ja, Kollege. Ja, der weiß immer noch, wie ich bin. Okay, dann hau ich dich jetzt mit der Fackel. So. Renn. Burn, baby, burn. Also Feuer können die jetzt überhaupt nicht ab. So, nehmen wir uns nochmal eine Axt mit. Man weiß ja nie. Warum nicht so eine olle Mistgabel? Oh, den einen, den wir verbrannt haben, der ist gar nicht mehr da. Okay, da können wir nichts machen. Dann latschen wir mal hier weiter. Ah, vielleicht kommen wir so an den Hillbilly. Schön von hinten. Anschleichen. Ich hab's lieber nochmal gesagt, weil ich weiß ja, ihr habt nur Schweinkram im Kopf. Also. Glas voll Dreck. Ah. Das war so klar gewesen. Da irgendwas passiert. Was zum. Ich weiß nicht, ob wir uns da aufhalten wollen. Bin ich mir gerade echt nicht sicher. So, gehen wir mal eben hier runter. Schauen uns hier mal eben um. Meins. Was ist hier los? Achso, das ist der Stall von innen. Können wir den hier von hinten schlachten? Bärenfalle. Erstmal bei ihm anschleichen. Genau. So. Das hat geklappt. Nein, Mann! Ich hab doch. Ah! Das ist so ein Witz. Oh, oh, oh. Der hat uns gesehen, der hat uns gesehen.
Da latschen wir mal ein Stückchen weg. Dupti-dupti-du. Aha, Fährte verloren, was? Okay, ja, dann gehen wir mal einfach durchs Haus. Mal gucken. Versuch die ganze Zeit nicht so viele Patronen zu verschwenden. Wer weiß, wofür wir die noch benötigen. Das sieht auch nicht gerade sicher aus. Oh. Was war das denn bitte? Oh, der springt da raus. Das war ja klar. Das war so klar. Ist er jetzt rausgesprungen oder? Ah, sein lassen. Er hat sein lassen. Umso besser. Dabdi-dabdi-da. Batsch. Nee, der hat nur. Oh, oh, oh. Was haben wir denn da? Wow! Eine Schrotflinte. Sehr schön. Schrotflinte. Diese Repertoire-Schrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit beider Öffnung. So dass die Schrotkugeln über die kurze Distanz weit gestreut werden. Sehr schön. So, wo seid. Wer hat mich gesehen? Wer hat mich gesehen? Wer hat uns gesehen? Da oben! Wie können wir jetzt die Waffe wechseln? Ach, warte mal, hier. Da! Die packen wir mal nach links. Die nach oben. Und Grenades bauen wir nach rechts. Guck mal. Das haben wir auch geplündert. Ich weiß gar nicht, wo man hier rumlaufen will oder sollte. So, das ist voll Dreck. Hier kann man sich verstecken. Ah, okay. Da sind wir dann bei dem Tor. Laufen wir mal hier rum. Ist eigentlich der Hebel da? Ah, wie super! Das sind so Pfeilkanonen im Dach. Und Quatsch. Uns sieht. Ich glaube nicht. Nee. Ahaha. Ahaha. Da oben war, glaube ich, der Schütze.
Bin jetzt nicht sicher. Aber bisher läuft's gut. So. Alle immer schön mit Schleichkills und sowas. Oh, hier, Fackel. Oh, super. Du bist ja ein Schatz. Einfach mal umgedreht und weggelaufen. So haben wir das gerne. So. Ich nehme dir mal eben die Patronen weg. Achso, geht gar nicht. Aber vielleicht können wir die ja noch so ein bisschen rübermuddeln. Genau. Hier. Geh zu Ed. Puff. Schon brennt ihr. Wenn da schon mal zwei auf einem Haufen liegen. Streicher ist ja für den Weg genug, so wie es aussieht. Okay. Oh, warte mal, was. Das ist ja schön. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für Qualen am Brust. Gegner aufzuspüren. Davon hängen da gleich zwei. Ist er jetzt hier? Hier? Ja, der ist hier. So, hello, my friend. Machst du einen auf Sniper Joe, ey? Kannst knicken. Blöd, Mann. So, jetzt ist auch keiner mehr da, der irgendwie durch die Gegend guckt. Das ist schön. Können wir uns hier endlich mal frei bewegen. Bisschen Heu anzünden und so. Hä? Wer ist denn jetzt schon wieder am rumlooten? Ach ja, in dem Haus waren ja auch noch welche. Gut, gar kein Problem. Gehen wir auch noch rein. Oh, Sian. Was passiert jetzt? Was ist, was passiert denn da? Ich sehe gar nicht, was dadurch passiert. Ah, Stacheln kommen aus dem Boden. Ja, wenn das mal nicht schön ist. Dann nehmen wir am besten eine Flasche. Und werfen die da mal rein. Ob das geht. So, kaputt. So. Und reinwerfen. Das findest du doch bestimmt äußerst interessant, oder? Ha! Wie gut! Atsch! Oh, da! Sehr schön! Qualenarmbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwer Projektile abfeuern kann. Das ist super! So, wo seid ihr schon wieder am Suchen? Oh, da! Flasche. Flasche nehmen. Flasche werfen. Hat das keiner gehört? Ja, es muss doch voll interessant für dich gewesen sein. Danke, dass du mir deine olle Hacke entgegenwirfst. Das ist ja richtig nett und total reizend von dir. Oh. Hallo Mutti. Machst du da? Oh, 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 oh. So. Noch einmal hinwerfen. Das hast du doch mitgekriegt, Mutti. Los. Komm runter. Ja, genau. Da wollte ich jemand ärgern. Oh. Ja. Die haben wir, die Leute. Waren das jetzt alle? Ich hoffe es. Nicht, dass jetzt noch jemand da ist, der das Ding auch noch benutzen kann.
So, und hier nochmal wieder absapfen. Gehen wir mal nach oben. Ist hier noch jemand? Ah, aber trotzdem. Können wir nicht einsammeln, weil wir zu viele haben. Eine Spritze. Auch voll. Egal, nehmen wir eine. Und dann kann die wieder mit. Volle Energie. So. Was haben wir denn hier? Oh, Schrotpatronen. Die sind bestimmt nicht weg. Mal gucken, wie viele da reinpassen. Ach, gehen nur 4. Schade. Und hier jetzt? Mach die Tür doch schneller auf. Wartest denn? Wo warst du Angst? Hä? Was? Oh. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Was? Bitte. Die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor... Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit im großen Umfang wieder her, allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Ihm ist nicht schlecht. Etwas zustößt. Soll ich jetzt hochkommen, oder? Kollege? Erstmal das Glas voll Dreck einsammeln. Was gibt's da zu gucken? So, da hätten wir den Schützen sehen können. Okay. Bam! Genau. Auftreten hier. Das sind wir ja nicht zimperlich. So, bam. Kann man auch in beide Richtungen auftreten, ist auch kein Problem. Was ist das? Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Okay. Nochmal anhören wollte ich es nicht. Fackel mitnehmen? Aber da komme ich jetzt. Hä, da kommt. Ströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Da kann ich ja gar nicht hoch. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Wir können da nicht hoch, das ist ja doof. Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. So, was ist hier drinne? So, da waren wir gerade. Hier sind die Patronen drinne. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Da sind noch mehr Patronen. Mehr hatten wir jetzt hier gerade nicht, ne? Nö. Nein. So, jetzt raus da. Geht nicht? Ja, wir spielen scheinbar kein Dead by Daylight. So. Und schon mal die Fenster kaputt. So, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, das weiß ich auch. Aber ich wollte schon mal eben die Fenster zerstören. Wer weiß. Gehen wir mal wieder runter. Ja, dann machen wir mal das Tor für den Doktor auf, oder? Das könnte ich mir jetzt nicht erklären, was wir machen sollten. Oh. Wo kommt der denn her? Müssen da noch ein Freilaufender. 2! Haben die sich losgemacht? Ach nee, warte mal. Die sind wieder aufgestanden, weil ich die nicht verbrannt habe, oder? Ja. Machen wir es diesmal richtig. Oh. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Du willst mit einer Kettensäge durch eine Metallkette. Was ist das denn bitte für eine Idee? Boah.
Tschüss, Kollege. Oh, der ist ja gar nicht mal so langsam. Uah. Du meine Fresse. Kriege ich denn jetzt die blöde Kettensäge? So. Ach du Scheiße. Fuck. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Los, spring runter. Wir hatten noch irgendwo das Haus gehabt mit den. Mit dem Stachelboden. War das nicht hier? Vielleicht wirkt das. Okay, hier kann uns schon mal nichts passieren. So, wo bist du? Wollen wir doch nur die Kettensäge ausleihen. Meine Fresse, ey. Bist du denn jetzt? Ist denn der Kerl? So, ich glaube, jetzt haben wir seine volle Aufmerksamkeit. Ja, die haben wir. Boah. Die Sackgasse? Und tschüss. Oh nein, bleib doch nicht stehen! Hör auf! Boah! Boah! Du Verrückter! Oh Gott! Bleibt er erstmal stehen und ruht sich aus, ey. Ich glaub's ja nicht. Mann, Mann, Mann. Nein! Ach Mann, ey. So, und wieder hoch. So, jetzt renn mal. Komm doch. Ich wollte nur mal eben laute Geräusche machen. In der Hoffnung, dass er jetzt runterkommt. Aber irgendwie. Er ist doch sonst so schnell. Los, komm! Wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Komm! Oh oh!
Ach Mann! Hätte das nicht einfach mal klappen können? Sie! Ja! Ach geil! Ha! Oh, puh! Meine Fresse! Du schon wieder. Das nehme ich besser mit. Oh ja. 5000. Alter Schwede. Mann, jetzt. Genau, nimm doch die Kettensäge. Nimm eine Fackel. So. Können wir nochmal eben ganz kurz nach oben flitzen. Hier war ja, glaube ich, noch Munition. Zwei Schuss. Packen wir mal mit rein. Eihölzer, haben wir voll. In dem anderen Haus war noch ein bisschen was. Boah, wir müssen unbedingt was gegen seine Ausdauer machen. Oder für seine Ausdauer machen, sagen wir mal so. Kann doch nicht sein. Der ist nicht mehr in der Lage, 5 Sekunden zu rennen. Vor allem dann, wenn es um sein Leben geht. Oh, ja, dann kriegt er mich halt. So, hier? Nee. Die nochmal. Und dann haben wir das noch. Dort können wir nicht raus, ja. Dann können wir, glaube ich, auch runter. Oh. Warum bist du denn jetzt gesprungen? So, da entlang. Dann sollen wir das Tor hier mit der Kettensäge öffnen. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Evil Within. Ciao.